Beim Einkaufen lässt Sigrid Weigel die Fleisch- und Käsetheke links liegen. Seit 6 Jahren ernährt sich die Ingolstädterin vegan, rein pflanzlich, ohne Ei- und Milchprodukte. Laut Vegetarierbund gibt es rund 900.000 Veganer und fast 8 Millionen Vegetarier in Deutschland. Immer mehr Menschen verzichten auf tierische Produkte, Tendenz steigend. Der erste Beweggrund war ja auf alle Fälle Tierethik und natürlich die Zustände in der Massentierhaltung, die ja schon grausam sind. Wenn man das Bewusstsein einmal entwickelt und sich das wirklich anschaut, dann kann man eigentlich gar nicht mehr anders. Soweit ist Michael Schweiger noch nicht. Der 28-Jährige versucht, sich bewusst und gesund zu ernähren. Fleisch gehört in Maßen mit dazu. Noch. Doch er könnte sich durchaus vorstellen, irgendwann Fleisch und tierische Produkte vom Speiseplan zu streichen. Wieder angefangen, darüber nachzudenken, habe ich eigentlich, wo das mit den Pferdefleischskandalen losgegangen ist, wo halt einfach Spuren von Pferdefleisch und Essen auftaucht ist, das man eigentlich alltäglich zu sich nimmt, wovon man eigentlich nicht ausgeht oder nicht ausgehen sollte, dass da was anders drin ist, als das, was drin steht. Da ist der Rat vom Vegan-Profi gefragt. Beim gemeinsamen Einkauf sollen nur Lebensmittel in den Wagen, die komplett ohne Tier auskommen. Gar nicht so einfach. Viele scheinbar vegane Produkte enthalten doch Tier. In diesem Fall geräuchertes Speckfett. Besonders genau hinschauen muss man bei stark verarbeiteten Lebensmitteln und Fertigbackwaren. Den kann man ja nehmen. Da muss man aber schauen. Das ist schon wieder E471, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren und Tier steht bei Glycerid-Verbindungen tierische Herkunft möglich. Noch komplizierter wird's, wenn im Produktionsprozess technische Hilfsstoffe zum Einsatz kommen, die tierischen Ursprungs sind. Manche Hersteller klären Wein mit Fischbestandteilen. Hierfür wird zum Beispiel die Schwimmblase vom Stör verwendet. Und wer weiß schon, dass tierische Gelatine als Trägerstoff für Vitaminzusätze bei Säften eingesetzt wird. Gelatine sorgt auch dafür, dass Apfelsaft kristallklar ins Glas fließt. Diese Hilfsstoffe gelten nicht als Zutat und werden deshalb nicht deklariert. Schokolade wirkt appetitlicher, wenn sie mit Shellac überzogen ist. Der wird aus den getrockneten Ausscheidungen der asiatischen Lackschildlaus gewonnen. Alle, die ohne verstecktes Tier auskommen wollen, sollten auch bei Produkten vorsichtig sein, die allzu rot daherkommen. Sie enthalten oft den Farbstoff aus Cochenilschildläusen. Auf Zutatenlisten tarnt sich diese rote Farbe als echtes Karmin. Das ist alles völlig legal. Für Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern aber trotzdem sehr ärgerlich. Für Verbraucher sollte klar erkennbar sein, ob ein Lebensmittel komplett ohne tierische Produkte auskommt oder nicht. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass viele Verbraucher bei Veggie, zum Beispiel bei dem Begriff Veggie, was ganz Unterschiedliches erwarten. Die einen sagen, das muss jetzt rein pflanzlich sein. Die anderen sagen, nee, da darf Milch und Eier drin sein, nur kein tierisches Produkt in Form von totem Tier. Also da sind so viele Graubereiche, dass es da dringend notwendig ist, dass ein Label oder ein Siegel gesetzlich wirklich vorgeschrieben ist, sodass die Hersteller auch die Möglichkeit haben, die Verbraucher zu informieren. Einige Hersteller versuchen das jetzt schon und kennzeichnen freiwillig. Ein erster Schritt. Allerdings fehlen immer noch klare Vorgaben und Kriterien. Und so bleibt die heutige Supermarktausbeute recht überschaubar. Ein Einkauf ganz ohne Tier braucht Zeit, viel Wissen und Geduld. Teilweise sind Kürzel drin in die Zutatenbeschreibungen. Und man denkt, okay, da muss ich erst einmal nachschauen, da brauche ich Listen dazu. Und dann sind da Begriffe drin, die mein Laptop noch nicht gehört. Also, und ich bin da echt schockiert, dass da teilweise in Sachen, wo man denkt, die sind natürlich nur pflanzlich, dass dann trotzdem Tierprodukte drin sind. Da sind es geradezu paradiesische Zustände, wenn, wie in diesem Reformhaus, alle veganen Lebensmittel gleich an den Regalfronten ausgewiesen sind. Der Wunsch nach einem gesetzlichen Vegan-Label bleibt aber trotzdem. Es müsste ganz klar deklariert sein. Und dass dieses Vegan-Siegel eben nur irgendwo draufkommt, wo man auch ganz, ganz sicher sein kann, dass keinerlei tierische Produkte drin sind und auch keine Hilfsstoffe verwendet wurden beim Herstellungsprozess. Doch bis es irgendwann soweit ist, heißt es, auf die bestehenden Vegan-Label zurückgreifen
oder die Zutatenlisten ganz genau studieren. Dann wird's auch was mit einer Ernährung ganz ohne Tier.